Ich begrüße euch Folge Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part sind wir hier scheinbar stehen geblieben. Für mich fängt jetzt wieder die neue Aufnahmesession an. Und, oh Gott, hi. Was bist du denn? Haben wir den letzten Part schon mal besiegt gehabt? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Egal. Ja, erstmal hi. Für mich beginnt jetzt eine vollkommen neue Aufnahmesession. Hab so ein Gefühl, dass wir den letzten Part schon mal besiegt gehabt hatten. War das nicht irgendwie so? Ich feiere es gerade wirklich nicht mehr. Es ist halt wirklich ein bisschen länger her wieder. Ich habe jetzt hier meine Woche Aufnahmepause dazwischen gehabt. Und ich nehme jetzt, glaube ich, den Part für Sonntag gerade auf. Und ja, werde direkt zu Beginn vollkommen überfordert. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir im letzten Part überhaupt gemacht, so. Wir hatten doch, ja, ein bisschen Story gemacht, genau, wir hatten Story gemacht und waren jetzt hier in dem ganzen Gebiet von diesen, ja, von den Aliens, sage ich mal. Und haben uns hier ein bisschen umgeschaut. Genau, ich erinnere mich. Das war ja so, oh Gott, ja, was machst du hier? Das war ja so, ein bisschen heilen hier am besten. Genau, das war so, dass wir auf der Suche nach einem, vermissten Team waren. Waren es Pathfinder? Ich glaube, ja. Das Team von Nelson jedenfalls, wenn ich mich recht entsinne. Und, ja. Der war scheinbar in dem Gebiet hier unterwegs, wenn ich mich irgendwie recht entsinne. Und wir, oh, das war nicht so gut. Oh Gott, Lin ist gleich tot, aber der ging jetzt auch gleich tot. Was war nochmal genau? Was soll ich nochmal genau sagen? Und tschüss, Elmar. Was greife ich jetzt noch hier an? Oh Gott, was passiert hier gerade? Was greife ich auch gerade an? Was? Hier unten noch ein Vieh. Was? Was? Ich bin voll verwirrt. Es ist wahrscheinlich besiegt. Was zum Teufel ist passiert gerade? Okay. Okay, wir haben irgendwas besiegt auf jeden Fall. Und wo ist Elmar? Ich muss auch hier wieder reinkommen. Ja, wir waren dann jedenfalls in dem Gebiet, der Hellchens und so. Und waren jetzt hier auf der Suche nach den vermissten Leuten, glaube ich. Und wir haben jetzt ein paar schon gegen so ein paar von den Aliens gekämpft. Und alles. Und ich bin gerade komplett verwirrt noch hier. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich weiß auch gar nicht, was das letzte Mal das so abging. Muss ich hier unten jetzt hin? Oder muss ich nach oben? Ich muss nach oben, oder? Hier unten komme ich ja nicht wirklich weiter, oder? Oder muss ich da rüber? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal. Oder muss ich doch in die Richtung hier so? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr genau. Nee, ich muss ja nach oben irgendwie. So, ja, okay. Schauen wir mal. Ihr merkt gerade wahrscheinlich, ich bin ja wirklich noch ein bisschen verwirrt von diesem seltsamen Fahrtstart, sag ich mal. Ja. Wir versuchen jetzt erstmal diesen hohen Major oder Major, wie auch immer, zu besiegen. Und ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber es sollte eigentlich funktionieren. So, oh Gott, da hinten sind auch ein paar Gegner. Ich weiß gar nicht, wo ich genau jetzt hin muss. Wir gucken erstmal hier ein bisschen durch die Gegend. Das ist ja auch so die Sache. Erkundung, Erkundung, Erkundung. Das ist unser Ziel. So komme ich hier irgendwie ein bisschen hoch. An dieser Felswand. Nee, nicht wirklich. Da hinten läuft irgendwas Großes rum. Level 10 bist du. Ich sollte aufpassen. Aber ja, das ganze Gebiet hier könnte ein bisschen
komplex sein und so. Ich weiß auch gar nicht, wir hatten doch auch noch irgendwelche Missionen, wo ich auch irgendwelche Items für brauchte. Ich weiß auch gar nicht, was genau und so. Hier, wir müssen mal gucken, was jetzt alles hier abgeht. Das ist immer so das Problem, wenn ich eben eine Woche nicht aufnehmen kann, dass ich dazu ziemlich alles, was passiert ist, vergesse. Nein, so krass ist es auch nicht, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Hi, Stufe 42. Oh Gott, ich glaube, hier soll ich nicht hin. Kann das sein? Oh Gott, tschüss. Rennen. Bin ja schon down. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, noch schlimmer. Toll. Nice. Beim nächsten Mal Trophäe erhalten. Sehr schön. Ja, in das Gebiet sollte ich auf jeden Fall mal nicht rein. Das habe ich gemerkt. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, jetzt bin ich hier ganz anders. Aber in der Nähe auf jeden Fall. Von da, wo ich gerade eben war. Es ist einfach alles. Ja, okay, hier komme ich nicht weiter. Ich muss wieder reinkommen. Das ist immer, wie gesagt, das Problem, wenn ich da halt eine Woche Pause habe. Das ist auch egal bei welchem Spiel so. Immer, wenn man halt eine Woche mal ein Spiel nicht gespielt hat und dann versucht wieder reinzukommen, ist das halt wirklich ein bisschen problematisch. So, ich glaube, hier war ich doch vorhin auch schon. Bin da tausendmal rumgelaufen. Wo komme ich jetzt hier? Also hier ist wieder das Gebiet mit den krassen Gegnern auf jeden Fall. Das sehe ich. Also hier will ich nicht hin, in die Richtung. In die Richtung will ich auf jeden Fall nicht. Das sehe ich. Oh, jetzt greife ich auf viel mehr Viecher an. Oh Mann. Ah, ich kann mich schon hier der Tipp auf die Gliedmaßen fokussieren. Hier rechter Stick nach unten auf Gliedmaßen fokussieren. Was mir so in den Kommentaren als Tipp gegeben wurde. Dass wir die zerstören und so. Da sollte ich eventuell mal drauf achten. So, kann er jetzt bitte sterben? Da schneide ich schon mal weg. Du bist hier dran gerade. Ich sollte mich mal backslashen, auch wirklich von hinten machen. Ja, ich habe kein Problem mit Lins Lebenspunkten auf jeden Fall. Dass Lin gleich fast tot ist. So, warte mal. Das wollte ich nicht. Ich wollte die orange Technik lassen, verdammt. Ja, toll. Dann hier ein bisschen in der Aura. So. Sollte mal ein bisschen auf Lin irgendwie aufpassen. Und Elmar ist auch fast tot. Sehr gut. Das läuft ja sehr gut auf jeden Fall. Ich merke schon. Aber okay, jetzt haben wir noch einen Gegner. So. So, dann machen wir hier ein bisschen. Sehr schön. Oh Gott, Elmar und Lin, nicht sterben. Ihr haltet das durch. Hoffe ich zumindest irgendwie. Komm. Sehr schön. Das war jetzt ein bisschen knapp. So. Irgendwas. Was golden aussieht. Ich sehe schon. Okay. Orientierung. Wo muss ich hin? Komme ich hier irgendwie ein bisschen nach oben eventuell? Müssen uns versuchen, nach oben zu arbeiten. Wäre das hier Breath of the Wild, könnte ich hier an den Wänden hochklettern irgendwie. Ich meine, das kann ich hier auch irgendwie hinkriegen, wenn ich irgendwo Punkt, aber den ich rumstehen kann. Wie hier eventuell zum Beispiel. Das kann funktionieren, wenn ich ein bisschen aufpasse. Ja, genau so. Ja, guck mal. Okay, jetzt sind wir hier weiter oben auf jeden Fall.
Und hier geht gleich die Party ab. Ich sehe schon, okay. Wir sind auf jeden Fall da. Und hier haben wir ein Untersuchungsobjekt. Sehr schön. Und wie genau komme ich jetzt hier rein? Einfach hier. Das ist eventuell meine Idee. Man könnte die Tür benutzen. Sehr weit hergeholte Idee, aber sie scheint zu funktionieren. Dead. You killed them all. In cold blood. Fortune did not smile upon them today. Nelson. You filthy Earth aliens do not belong on this planet. You seem more fluent than the others. Are you in charge? I am called Glenn. I command this squad, Earth Alien. Now it is time for you to surrender. Hello, Glenar. I am called Elma, and I command this squad. If this planet is your home, we apologize for intruding. We crash-landed here after our ship was damaged in an attack by unknown adversaries. We were hoping we could negotiate a peaceful settlement in exchange for our friends, but... Peaceful settlement? Your words are wasted on us. All we can promise Earth aliens is a swift death. Elma. Right. We tried. Looks like survival of the fittest it is. Fine then. Seeing as you know we come from Earth, I'm guessing there's a good chance we might have a score to settle with you anyway. Okay, Attacke. Let's go. Ich mag's immer, wie die im Englischen Earth Alien sagen. Und nicht irgendwie, halt wie im Deutschen Erdling, sondern wirklich so, Earth Alien. Das ist immer so ein schöner Begriff irgendwie. Okay, ja, das kann jetzt hier in die Hose gehen. Der Kampf. Müssen wir mal irgendwie gucken. Wow, da war gerade eine unsichtbare Wand. Oh Gott, Lynn, nicht sterben. So. Oh, Hilfe. Ja, Lynn ist gleich weg. Das ist nicht so cool eigentlich. Ja. Uncool. Aber Kleiner ist gleich schon mal weg. Sehr gut. Und der, aber die Raufbeute, die sterben aber ziemlich schnell. Super. Wie war das nochmal mit... Wie Lynns Körper jetzt an der Wand immer... ja, ist. Wie war das jetzt hier in dem Spiel nochmal mit Wiederbeleben? Ich weiß das gar nicht mehr richtig. War. Komm, jetzt stirb einfach, dankeschön. Und da lebt sie wieder, sehr gut. I don't get it. Why would they be so bent on killing all humans? Who can say? Whatever the reason, this is dire news. We should let the others know ASAP. Let's call it in and head back to HQ for a full debrief. Roger that. And here I just started to hope we'd finally escaped all this. Escape! Yes, escape! Time to also want escape! More Xenos?
What should we do? Stay back, Lynn. What do you think, Rook? Finally! Dance of Freedom! Tatsu thanks you! Interesting. One of the vegetables is sentient. Talking potato? I wonder if it tastes different, too. I know what we're having for dinner tonight. You don't know it yet, new guy, but I'm a pretty mean cook. You are mean! Mean and cruel! Tatsu definitely not potato! Tatsu, explain this to dumb and smelly prone when they take Tatsu, but prone not listen! Will never listen. Oh, no pod rude day prone first set sticky feet on Mira. Especially Tatsu. Tatsu witnessed prone abuse firsthand. At this rate, entire Nopon race in danger. Yes, Nopon are endangered species. So really, friends have social responsibility to protect Tatsu from danger. What do you think, Elma? Bake or fry? Wait a minute. The beings who captured you, big brutes in armor? Little pointy ears? Yes, prone! And they're a more recent arrival here, is that right? They're not native to this planet? Not native, recent! If friends want more details, friends must promise to protect Tatsu. Only then will Tatsu talk. Right. Elma, you hold him. I'll be here. Tatsu will talk! Tatsu will talk! Friends not get no punk sense of humor is all! So if I understand correctly, this is your homeworld. The Nopon people are native to Mira. And then just recently, the prone show up and quickly hunt you to the edge of extinction. Is that right? Not just prone. Prone and their nasty, evil buddies. Lots and lots of them. Their buddies? You mean other alien races? Other hungry alien races. They all gang up on Nopon. They do horrible, terrible things to Nopon. Someday, Tatsu will turn tables and eat them for a change. Tatsu has seen those eyes before. Hungry eyes, like prone eyes. Tatsu is here to serve, not be served. Yeah, seriously. What kind of barbarian would want to eat this little guy just like that? We should take care of him. Wash and clean him, season him. That's right, that's right. This is exactly what Tatsu is saying. Take Tatsu to your village. Wash and clean Tatsu. Season Tatsu. Wait. What do you think? Take him with us? He seems harmless enough. And he'd be a good source of information on Mira and the prone. All right. We can debrief him when we report to Commander Vandal. As long as he passes the quarantine scan, we can bring him back to New LA. Right. Let's get that out of the way. All clear. Then Tatsu can join friends? Dance of joy! New friends are friendliest friends ever! I know! Tatsu has special thank you gift for friends, for saving Tatsu's life! Tatsu will lend it to friends for free! Lend? It's not a gift if you don't give it. Give it away? For always? For free? This would be insulting to friends and to Tatsu. No Nopon merchant worth his salt and pepper could do such a thing. Tatsu is grateful, but Tatsu not insane! What? It's insane to think if someone saves your life, you might actually show them some real... And he's not even listening. Friend, do you ever get lost? Tired of bulky maps and flawed memory? Friend jokes with Tatsu. Joke funny now! But joke not so funny when friend wander into Lofotville Lake on accident. Presenting Follow Ball! Follow Ball is number one ultimate best super secret must-have Nopon item.
If friends get lost out in wild, friends just follow Ball of Light to safety. And now it's yours, for free, to borrow. For now, anyway. Really? Follow Ball? That's the best name you could come up with for your super special thing? Meh. What would friend prefer? Fancy name no one understands so friend can feel smart? Now, time for Nopon Dance of Generosity. I don't know. Is that thing really gonna be all that useful? What if it's a trap or boom, it just blows up in our faces? Ah yes, that reminds Tatsu. If Bottle Ball get damaged, Tatsu need to charge friend's full price, plus restock fee. So much for Dance of Generosity. Yay, und da haben wir... Survival... Metern, okay. Da haben wir Tatsu, den, Nopon im Team quasi. Man kann ihn nicht spielen wie in Xenoblade 2 Tora oder Xenoblade 1 Ricky, aber er ist halt der Nopon, der uns das Spiel zu begleiten wird. So, cooler Flirt ist genial, Nopon-Erfindung, super nützlich. Okay. Das ist interessant. Kugelflitz abschießen. Also ist das quasi so ein Ding, dem wir folgen müssen, das bringt uns zum Ziel, oder was? Hatte ich auch absolut nicht auf dem Schirm, dass sowas existiert, aber okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Nach, ja, New LA wieder, okay. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken, bevor ich nach New LA zurückgehe und noch ein bisschen reden über Tatsu. Ja, Tatsu ist halt, wie gesagt, der Nopon des Spiels. Und ich mag Tatsu ziemlich gern. Viele finden ihn nervig und so, aber ich mag ihn irgendwie. Wir werden jetzt noch oftmals im Spiel ein paar Witze mit ihm und Lin hören. Also, wenn ihr gerade die Cutscene gesehen habt, könnt ihr euch vorstellen, auf was ihr euch einstellen könnt. Und das ist halt so die Sache. Aber eigentlich, prinzipiell mag ich ihn schon ganz gern. Ich mag auch seine Synchronstimme ziemlich gern. Und, ja, wir hatten auch die wundervolle Aussprache Nopon statt Nopon, wie es eigentlich ausgesprochen wird. Ist ja auch wundervoll, das ist ja so das Ding an Xenoblade... Hi, was bist du denn? An Xenoblade X, dass die Synchronsprecher halt Nopon sagen statt Nopon. So. Ach, wenn du kämpfen willst, meinetwegen. Bist zwar ein paar Level über mir, aber was soll's. Ach komm schon, das war jetzt nicht vorbei. Ah, das Vieh greift uns an. Oh. Okay. Dann versuchen wir mal, mit drauf zu hauen. Irgendwie. Okay. Ja, wie gesagt, Tatsu, ich mag ihn prinzipiell echt ganz gern. Er ist irgendwie cool. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht von dem Leben her. Gott, Hilfe. Lin, pass mal ein bisschen auf. Oh Gott. Aura. Oh Gott, Hilfe. Oh, jetzt greifen zwei an oder was? Toll, ja, dann kann ich es gar nicht schaffen hier. Und Lin ist tot, sehr gut. Ja, okay, jetzt nicht eh. Tot. Wundervoll. Ja, ey, mach ich das alleine nicht hin, oder? Nee, niemals. Komm, mach einfach auf Ja und gut ist. Ey, mach ich das alleine nicht hin, deswegen. Gehen wir jetzt einfach nach New LA zurück, würde ich sagen. Aber ja, wie gesagt, Tatsu ist ein sehr cooler Charakter irgendwo. Viele finden ihn, wie gesagt, nervig. Aber ich mag ihn prinzipiell ganz gern. Ja, gehen wir zurück nach New LA. So, jetzt muss ich mich wieder mit der Teleportation hier auseinandersetzen. Moment, hier erst nochmal. Was ist denn hier? Ne, hier muss ich nicht jemand mal. Falsches Viertel. New LA. Verwaltungsbezirk, nicht Geschäftsviertel. So, dahin. Ja.
Genau, das wollte ich noch sagen. Tatsu. Wundervoll. Ich mag seine Stimme ziemlich gern, wie gesagt. Ja, auch typisch Noppon, Geizigkeit, was man hier sehen konnte an Tatsu. Also selbst auf Miwa gibt's Noppon. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist, dass Tatsu den Planeten auch Miwa nennt. Ich dachte, dass den die Menschen so genannt hätten, aber scheinbar ist das ja auch der richtige Name, weil ich dachte halt, als die Menschen hier ankamen, haben sie den Planeten Miwa genannt, aber scheinbar heißt der Planet auch schon so von Noppon aus oder was? Das ist auch ein bisschen seltsam, finde ich. Weil ich glaube kaum, dass die auf den Planeten gekommen sind und die Monster ihnen gesagt haben, ja, hi, willkommen auf dem Planeten Mira. Und dass halt das auch so der bekannte Name für alle Monster und alle anderen Lebewesen hier ist, wie eben die Noppon. Das ist auch ein bisschen komisch, aber egal. Hallo Wente, was geht ab? Losing Nelson's team is a real blow. But the fact we're not the only visitors on this rock is even worse. They made it clear they want all humans dead. For all we know, they may be related to the forces that destroyed Earth and followed us here. Wonderful. I'll report this to Secretary Nagi, see if we can't bolster our defenses. Just one last thing. What the bloody hell is this dancing turnip doing here? He's actually a potato. Tatsu, not turnip or potato! For last time, Tatsu is not food! Now, on behalf of planet Mira, Tatsu welcome all Earth people and offer a friendly treaty of friendship. Yeah, right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friend's totally safe now that Tatsu is in town. Tatsu watch over and protect friends, especially weak, pathetic Linley with her thin, bony wings. You mean my arms? Look who's talking. And who said anything about you coming with us? You can stay here, you greedy, annoying little cabbage. I'm sure there's a salad here that could use you. Tatsu, stay here! Friends would leave Tatsu behind? It's for the best. You said yourself your people are endangered, and the Xenos that captured you might still be out there. You'll be safest here in the city. Agreed. Tatsu not agreed! Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that of course. This planet have many helpful Noppon that Tatsu can talk to. Other Noppon can share information for friends. That might be useful. That right. Most Noppon not like Tatsu. Noppon can be shy. Noppon can be difficult. Most Noppon never trust friends or even talk to friends. But Tatsu? Noppon love Tatsu. Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info. The tater tot has a point. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Linley. Pure as snow. Linley intimidated by Tatsu's strength and smarts. But do not worry, Tatsu is true friend. Strength and smarts, huh? That's really not what I'm worried about here. All right, then it's settled. Small Fry here will accompany you three out in the field. After all, we can use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? You're the ones who picked him up. Besides, would you really want to leave him with another team? Maybe not. Unless we were invited to the meal, I mean. See? Already getting along like peas and carrots. He can be your charge, Lin. Oh, come on, Commander! That's not funny! I've got my hands full out there! This is so unfair. Back me up here, would you, Elma? I'm sure Elma has no objections. Right. As you say, Commander. Done and done. Welcome to Blade, Tater. Counting on you. Yes, sir! And it's a Tatsu.
Oh, one thing Tatsu forgot to mention. Nopon are pacifists, so friends need to defend Tatsu, keep extra super safe in any battle. Tatsu, VIP diplomat, after all. Why am I not surprised? So much for him watching over and protecting us. Ja, wenn du sagst, dass noch ein Pazifisten sind, dann kennst du Tora und Ricky nicht, Tatsu. Okay, egal. Wundervoll. Und Kapitel 3 damals scheinbar abgeschlossen. So, Rook. Feel like you're starting to get the hang of things? Of course you are. You've taken to it like a fish to water, just like Elma and the commander said you would. Just the same, let's review the key points, and I can fill in some extra details. Blade's top priority right now is to secure missing pieces of the life hold. You remember that much. Countless people are frozen in the life hold. It's the key to restoring humanity. Up until we ran into the prone, our biggest concern was that wild indigents would stumble on the life hold and damage it somehow. But now there's a more pressing threat, intelligent alien races who are intentionally trying to destroy us. So, our search has new urgency. We need to find and retrieve all of the life hold ASAP. And the best way to do that is by expanding the reach of Frontier Nav. The more probes we can install, the wider we can scan, and the faster we can find bits of the life hold. So our primary focus going forward should be to travel around Mira installing data probes. As many as we can, as fast as we can. I can't stress enough how important this is. You still with me? Good. Then let's move on to the other pressing threat that Blade has to deal with. Hostile indigens. There's no real delicate way to put this. Any wildlife that poses a clear threat must be eliminated. The life hold is our future, but we can't ignore the present. We still have our duty to keep New LA safe. And sometimes that duty requires enacting coordinated strikes to solve problems before they can do real harm. We're the newcomers here, it's true. And they're usually just out to defend their territory. But sometimes it really is them or us. And we have to make sure it's us. Don't get me wrong. It's not like we run out there and light up anything that moves. Only Blade HQ can choose targets. And they tend to keep them strictly to creatures that pose a significant threat to our survival. In order to contribute to this cause, operatives are asked to form into squads to take on special missions. These squad missions, as we call them, don't get posted to Mission Control like your other more typical assignments. Rather, HQ transmits the details directly to all of us at the same time. Basically, they want as many people to know about them ASAP, so they can be taken care of ASAP. I'm sure you can imagine that these missions aren't your run-of-the-mill little fetch quests. It's not the kind of stuff just one or two Blades could handle on their own. That's why squads can have as many as 32 members. And it's why we ask members to sign up to a squad beforehand. We can't have Blades playing musical chairs whenever this kind of emergency hits us. But just remember, squad missions are not mandatory. You don't have to drop everything you're doing just to take one off. HQ has no way of knowing what every Blade is up to when these missions arise. If
if you're busy with something else, they'll understand. They need to trust our collective judgment with these things, and, well, so far so good. And I think that about covers the basics, right? Search for the missing pieces of the life orb. Install data probes to expand Frontier Nav. And take on squad missions when you can to keep us safe. Got all that? Good. We're counting on you. And briefing adjourned. Thank God. All right, well, it's getting pretty late, isn't it? Yeah, let's call it a night. Oh, Tatsu's so excited to sleep in real bed. Lily can show Tatsu to his room now. Oh, your room is right over there. Oh-hoo! It's the perfect size for Tatsu. Wait, what? Tatsu know what that is? That refrigerator eater. We'll go in there to cool off. I guess you are smarter than you look. Well, Tatsu not want to brag, but... Wait a minute! Tatsu see what Finley did there? Ach ja, Tatsu und Lin. Handlungsmission. Also beginnt dein Abenteuer. Großhandlungsmission kannst du. Okay, ja. Alles klar. So, Plate-Bericht. Tipp von Eleonora. Du schlägst dich gut bei der Arbeit. Hast du eigentlich schon mal einen Plate-Bericht verfasst? Wir haben deine nette Funktion, dieses Plate erlaubt, miteinander Informationen auszutauschen. Okay, das ist interessant. Und nochmal Tipp von Eleonora, das Play-Terminal wurde für dich freigeschaltet. Du kannst nach Plates suchen, ja, das ist die Sache. Man kann sich da halt quasi sehr starke Verbündete holen, soweit ich das in Erinnerung habe. Hallo, wie viel kommt jetzt noch? Begrüßung arbeiten, ja, okay, das ist jetzt hier das ganze Online-Zeug. Was noch? Ich wusste es. Klassentalente A, guck mal hier. Level 10 erreicht, könntest du ja mal nachdenken, ob ich Klasse wechselst. Ja, ich weiß. Neue Talente, Klasse kannst du wechseln, so oft du lustig bist. Hauptmenü, Teamklasse. Ja, haben wir auch schon gemacht, soweit ich mich erinnern kann, im letzten Part. Du gehörtest zu Play, das bringt viel Verantwortung mit sich, aber auch große Freiheit. Für manche Missionen ist eine bestimmte Teamzusammenstellung Pflicht, aber generell ist sie dir selbst überlassen. Dann ist im Quartier, wenn du uns brauchst. Okay, sehr schön. Jetzt kommen die Online-Einstellungen, okay. Ja, was auch immer. So, Miiverse existiert nicht mehr, deswegen... Ist das eigentlich vollkommen egal, was da unten steht? Anzeigedauer. Spoiler. Okay. Online Status. Avatar Mitteilungen. Trophäe-Mitteilungen. Ja, was auch immer. So, was ist jetzt hier? Für alle, die Einzelspieler bevorzugen. Für alle, die sich auf Online-Modus konzentrieren. Ja, Einzelspieler, logischerweise. Ja. Trupp beigetreten. Okay, Lebensspeicherzuchtrupp. Was kommt denn jetzt noch alles? So, Elmer, Reclaimer, Plate-Quartier, ja. Diente auf der Erde in der Koalitionsarmee und war dort Colonel bei den Sondereinsatzkräften zum Test von... Schwerstpanzerung. Ja, wissen wir ja. Kampfstil, Titan, Jaguar, bla bla, okay. Und Lin noch? Ja, aber klar. Outfitter. Plate-Quartier. Lin ist eine kluge Tüftlerin, deren technisches Know-how sich nicht nur aufs Geld beschränkt. Ja, ich weiß. Lin mag von der Stadt klein sein, den trägt sie als Protektorin ein riesiges Schild, ja. Ist auch witzig. Oh, Irina.
Verwaltungsbezirk, sie ist verwegen. Ja, die war ja auch bei Emma im Team, wissen wir ja auch. Und jetzt noch Quinn oder was? Ja. Quinn ist grundehrlich, hat ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Okay, spannend. Ach, Dark kommt direkt auch noch. Okay, wir bekommen jetzt hier alle oder was? Harrier, Ektoninduktor, nicht Elektror. Harter Schade, weicher Kern, das ist wahr. Dark gibt sich stoisch und C ist aber im Grunde seines Herzens ein freundlicher und bescheidener Mann. Wenn Lins Flugtests mal wieder schief gehen, nimmt er das oft auf seine Kappe. Ah, sehr schön. Nein, erstmal nicht. Ein Segment im Geschäftsführer wurde aktualisiert. Okay. Alles klar. Und das ist noch ein Gespräch hier. Was ist das? Untersuchen. Ex-Soldat. Minute Level 12. Maximale Teamgröße 4. Pflichtmitglieder sind Elmer und Lin. Okay, also keine besonderen Voraussetzungen. Zielregion Primordia. Und ich brauche Level 12, um das zu starten, oder was? Und halt eine bestimmte Harmonie zu Elmer, scheinbar. Okay, und was ist hier oben? Hallo Elmer, was geht ab? Ja, ich komme mit der Mission zurecht. Ja, wir nehmen Elmer ins Team. Auf jeden Fall. So, ja, du kommst mit rein, lieber Elmer. Was? Abbrechen. Änderung bestätigen. So. Und was ist das jetzt hier nochmal gewesen? Dieses rote Symbol. Handlungsmission Kapitel 4. Benötigt Level 1. Maximale Teamgröße 4. Und ich brauche Lin. Alles klar. Ja, okay. Die Pflichtmitglieder. Alles klar. Alles klar. Erforscht Primordia zu 15% und beendet die Mission Kleines Blade 1x1. Und Sondenkunde. Okay, das heißt, die Mission muss ich machen, um mit Kapitel 4 starten zu können, oder was? Und hinten ist noch mal ein Gespräch, aber es geht jetzt ja alles ab. Ja, Lin brauche ich auch noch. Und da hinten ist auch Lin. Und Tatsu. Was sagst du, spannendes Tatsu? Okay. Haus sieht schön aus. Darf Tatsu erkunden? Will sehen, was im Raum da drin ist. Ja, du kannst mal den Kühlschrank erkunden, lieber Tatsu. Hi Marvin, machst du irgendwas Spannendes? Kann ich mit? Ich komme bei der Arbeit am Flugmodell für den Scale momentan echt auf keinen grünen Zweig und so langsam tut mein Hirn weh. Ich muss raus in die Natur oder ein paar Monster in den Kopf abschneiden oder... Oh ja, beides! Nimmst du mich mit? Natürlich, Lin. Danke Marvin, ein bisschen frische Luft ist jetzt genau das Richtige. Okay, wundervoll. Ja, Lin kommt mit. Perfekt. Okay. Machen jetzt von uns Tatsu auch, weil wir Lin mitgenommen haben, oder was? Das ist spannend. Okay, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles so war. Was war hier? Playquartier umgestalten, alles klar. Und das sind so Online-Leute, oder was hier? Sieht so aus. Oh Gott. Oh Gott, Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis ich mich hier wieder reinfinde. Das ganze Zeug. Ja, okay. Dann würde ich auch was sagen. Falsche Richtung. Das war's von diesem Part. Xenoblade Chronicles X. Hier kam ich raus. Hier oben war das. Im nächsten Part werden wir noch ein bisschen... Wahrscheinlich Missionen machen und sowas. Weil bestimmt sind ja jetzt alle Kapitel 3 beendet haben. Neue Missionen verfügbar. Und mal gucken, ob wir noch die anderen Charaktere so finden. Ob wir da vielleicht noch einen mitnehmen und so. Mal gucken. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Konnte man wirklich 4 Charaktere in den Kampf mitnehmen? Weil wenn man in das Menü guckt, da sind ja so 4 Slots links und 4 Slots rechts. Und rechts die, wenn man so ein bisschen guckt, die sind halt, jetzt, hier wollte ich nicht gucken. Moment. Kann ich hier irgendwie... Aufstellung, hier. Wenn man mal guckt... Die sind halt so grün gefärbt und die blau. Maximal Teamgröße 4. Ah, okay, alles klar. Also kann ich jetzt hier auch noch einen richtigen Charakter mitnehmen oder ging das nur mit so Leuten, die ich mir halt online holen kann? Ich weiß nicht, wie das war. Ich bin halt wirklich... Ich habe gefühlt einfach alles vergessen.
wie das war. Jetzt haben wir hier noch direkt einige Missionen. Daran haben wir nie Gespräch, ist hier verfügbar oder was? Also was wir machen könnten. Ein neuer Rivale, Level 12. Noctilum, okay, da können wir auch nicht hin. Ja, wir werden mal im nächsten Part gucken. Da hinten ist auch Irina. Jetzt kann ich mal gucken, Moment. Irina will ich jetzt mal kurz ansprechen, um zu gucken, wie das genau ist. So, hallo Irina. Hey Marvin, wie läuft's so? Sag Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst. Ich helfe dir gerne. Nicht, dass ich dich für jemand Besonderes halte. Ich bin einfach schon länger bei Plague. Das sehe ich, das ist jetzt meine Aufgabe. Das Angebot steht, ja? Ja. Verstanden. Überlass mir ruhig die schwierigen Aufgaben. Und kann ich sie jetzt unten in den Slot reinsetzen? Ja, das geht scheinbar. Das ist ja... Das wusste ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich bin sogar damals... oftmals auch nur mit drei Charakteren rumgerannt. Egal, das war's jedenfalls von diesem Part jetzt hier. Nächsten Part gucken wir uns mal hier ein bisschen die Mission an, weil hier gibt es ja scheinbar direkt zwei neue. Auch wieder eine von Kirsty. Und bestimmt gibt es auch noch in den anderen ganzen Segmenten und so Missionen überall. Hier auf der Karte steht auch neu an manchen Stellen. Ja, dann gucken wir mal im nächsten Part, was da alles so abgeht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ja, ich bin... noch ein bisschen überfordert gerade mit der ganzen Situation. Ja, aber okay. Bis dann und ciao. Euer V-Row. Tschüss.